for all my selected. Me and my thoughts were selected. A legend that's pressing. So he'll never stress it. I'm the best to ever do it. Just thought I'd address it. Zusammen zu Kika Live aus dem Kulturpalast in Hamburg. Hier zur Hip-Hop Academy haben mich Philipp und Anton eingeladen, denn ihr Hobby ist Breakdance und das können die beiden richtig gut. Ihr seid schon so richtig am Dancen. Ich finde das Hobby mega, mega cool. Was ist denn so dein Lieblingsmove? Also ich mag eher die Power-Moves, also wo man wirklich viel Kraft braucht oder auch die Beine mehr in der Luft sind und so. Sag mal, eins zum Beispiel. Zum Beispiel Flair, den mag ich auch sehr gerne. Flair. Boah. Ich kann nur höchstens die Mühle auf dem Boden. Kennst du die Mühle? Hey, das ist auch schon gut. Was ist dein Lieblingsmove, Anton? Also ich mag gerne so Handstand-Sachen, also Handstand-Überschlag. Ja. Es gibt auch, wo ich so reinspringen und wieder rausspringe. Pony. Und dann springt sie. Ja. Genau. Ich habe mir als Ziel heute gesetzt, euren Lieblingsmove zu lernen. Sieht bei beiden jetzt schon schwierig aus. Gibt es denn einen Move, den ich heute hinbekomme, so dass der original Breakdance-mäßig gut aussieht? Wir können jetzt so Basic Moves machen natürlich. Ihr habt ja heute auch noch Training. Nachher kommt euer Trainer. Dann kommen noch ein paar andere Leute. Damit ich nicht so ganz wie so ein Anfänger wirke, brauche ich so ein paar Infos. Die Schritte im Stehen, das sind die Top Rocks. Wie jetzt zum Beispiel der Indian Step oder Salsa Step. Zeig mir den Salsa Step. Ich gucke, Latina. Das man geht einfach so, also mit dem einen Bein raus. Rein, raus, rein. Hüfte, gut. Okay, Salsa Indian habe ich. Danach macht man eigentlich immer mit den Downrocks weiter oder den Footworks. Das sind die Schritte unten. Mhm, auf dem Boden. Das sind jetzt die Schritte wie Six-Step. Der so leicht aussieht, aber überhaupt nicht leicht ist, Leute. We gon' rock whether you like it or not. Excuse me, what I count, what I got like. Gut. Also, Top Rock, Sachen im Stehen. Mhm. Down Rock, Sachen unten. Was dann gibt's noch? Halt noch die Power Moves, das auf dem Kopf drehen. Habt ihr schon mal richtig Preise abgeräumt? Wir zusammen noch nicht. Noch nicht, aber wir haben jetzt auch erst einmal zusammen gebattelt, auf dem richtigen Battle. Da sind wir eigentlich für unsere Verhältnisse eigentlich relativ weit gekommen. Und wie ist die Atmosphäre unter den Tänzern so? Im Battle ist man dann so Konkurrent und battelt wirklich gegen den und macht den dann auch ein bisschen an oder was auch immer. Mhm. Aber danach gibt man ihm so einen Check und es ist alles eh wieder gut. Wie streng ist denn euer Trainer? Wenn man zu nett ist, dann funktioniert das meistens nicht. Und deswegen ist es so, dass er also schon klare Ansagen macht. Habt ihr Bock? Ja! Habt ihr Bock? Ja! Okay, lass uns aufwärmen. Let's go, come on. Mach easy warm-up, okay? Mach einfach mit. Wir gehen. Wir gehen. One, two, step. Eins. 2, 3, 4, 5, 6. Ich bin schon richtig fertig nach dem Aufwärmtraining. Disziplin ist schon sehr wichtig, ne? Und total. Ausdauervermögen, ne? Was sagst du als Trainer denn zu Philipp und Anton? Wo liegen die Stärken, wo vielleicht auch noch ein bisschen die Schwächen? Also Philipp und Anton sind eigentlich so zwei von den Jungs, die eigentlich schon so 70% mitbringen, was sie brauchen. Ja. Die kommen damit auch klar, wenn ich mal lauter werde oder wenn ich mal sage, das ist nicht gut. Also nicht so Jungs, die da anfangen, irgendwie zu weinen und dann kommen sie nicht mehr, sondern okay, alles klar, habe ich verstanden, ich muss an mir arbeiten. Hast du selber denn einen Lieblingsmove? Ja, ich habe einige Lieblingsmoves. Mein Lieblingsmove ist Mannschmilz. Sieht auch wie so ein Flummi, wo du ganz klein bist und dich dann immer so drehst. Fünf, sechs, sieben, acht, eins, zwei.
2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8 und 5. Wow, yeah, Philipp ist auch kaputt. Wie ist das? Könnt ihr euch selber auch mal so Schritte aussuchen und Django vorschlagen, ob man die einbauen kann? Ja, natürlich. Also, wenn man sein Solo hat, kann man dann natürlich selber kreativ werden mit den Schritten, also die Basics. Was ich immer schon wissen wollte, in so einem Battle-Kreis, ne, wenn alle machen Party und jeder geht mal so rein, macht ihr das dann alles in dem Moment spontan oder habt ihr euch schon so 2, 3 coole Moves vorher ausgesucht, die ihr dann bringt? Klar, man überlegt auch, es kommt halt auch darauf an, was dein Gegner macht. Ja. Wenn man im Battle der Gegner etwas macht, kann man auch gut, wenn man jetzt die Moves einfach besser macht als der, dann kann man auch gut damit antworten. Und jetzt von dir. Fünffache Schraube? Nein. Zeig doch mal den Six-Step jetzt. Wir sind jetzt hier in den Eventraum umgezogen. Hier steht nämlich eine richtig coole Bühne und wir stellen uns einfach mal vor, wir werden in einem echten Battle. Da unten würden hunderte von Menschen stehen. Und jetzt steigt hier das ultimative Solo-Battle Philipp gegen Anton. Auf geht's! Mega, oder? Ja, yeah, richtig gut. Was feiert ihr beiden so an Battles? Warum mögt ihr das so gerne? Ich finde das Feeling bei Battles einfach geil. So jeder fiebert einfach mit. Und du kannst halt auch entscheiden, ob du deinen Gegner komplett fertig machen möchtest. Oder halt, ob du darauf gehen möchtest. Oder ob du eher ein bisschen passiver bist oder mit ihm das feierst. Okay, wie ist es bei Anton? Also ich feiere einfach die Atmosphäre da und den Vibe da, genau. Wie sieht das eigentlich aus mit Outfits? Wie ist das beim Breakdance? Es ist eigentlich egal, wie man aussieht. Man muss sich halt einfach nur gut in seinen Klamotten bewegen können. Okay. Ist egal, ob man jetzt in Hemden oder in Tuchhosen breakt. Und manchmal ist auch wichtig, dass die Klamotten rutschen oder... Okay. Habt ihr Lust, noch mit der ganzen Gruppe zu tanzen? Mhm. Wollen wir noch eine Runde? Ja, schafft ihr das noch? Yes. Let's go! Danke, dass ich heute ein bisschen mitmachen konnte. Ich weiß, warum es euer Hobby ist, weil es mega Spaß macht. Es macht im Team total Spaß, man lernt super viel. Also bleibt da auf jeden Fall dran, ja? Vielleicht habt ihr zu Hause euch was abgeguckt. Lernt mal den Six-Step oder den Baby-Freeze. Viel Spaß dabei, tut euch nicht weh. Das war Kika Live für heute. Tschüss!